Hallo, herzlich willkommen zurück zu Dust and a Lysen Tale. Letzte Folge haben wir die Cyromon-Höhlen erstmal so weit abgeschlossen. Und wir sind jetzt so weit, dass wir hier in den Wald von Abadis nochmal können. Nämlich ganz, ganz flotti galotti. Damit wir nämlich unseren kleinen Freund holen können. Weil wir haben nämlich jetzt endlich genug Schlüssel. Deswegen gehe ich da jetzt ganz schnell rüber. Aua. Zumindest so schnell wie ich kann. So schnell wie es geht. Unten ist man. Ja, genau. Ja, genau. Hier ist die Stelle. Okay. Das heißt, wir sind fast da. Wie gesagt, entschuldigt gerade mein Durchhatzen, aber ich will das endlich mal abgeschlossen haben, damit wir wieder vorankommen. Weil seit, keine Ahnung, 6 Folgen oder so, ist jetzt hier gerade mal irgendwie Pustekuchen rumgeeiert. Und ich will auch endlich wissen, wie die Story weitergeht. Also von daher beeile ich mich gerade mal ein bisschen. Allerdings möchte ich natürlich auch nichts verpassen, weil mich würde es einfach interessieren, was passiert, wenn wir diese Freunde da sammeln. Irgendwas muss es ja mit auf sich haben, sonst hätten sie es ja nicht eingebaut. Und ich bin mir sicher, wir verpassen irgendwas Krasses, wenn wir das nicht machen. Komm, spreng doch einfach den scheiß Ding auf. Schön wär's, wenn es funktionieren würde, ne? Okay, ich gebe mir Mühe. Eine Ente. Ach, Freund gerettet, plus 5% Gesundheit Bonus. Der hat Musik drauf. Yeah, was geht denn? Ist ja geil. Also ich finde das cool. Ich weiß zwar immer noch nicht, was zum Geier diese Mini-Futzis da zu bedeuten haben, aber ist mir eigentlich auch egal. Ich sammle sie halt einfach. So, jetzt können wir hier raus und können eigentlich mal ein Stückchen weiter in der Hauptstory. Ich bin mir sicher, darauf habt ihr genauso lange gewartet wie ich. Deswegen gebe ich mein Bestes, so schnell es geht, über die Bühne zu gehen. Gut, wir wissen ja, wir müssen da in dieses eine Loch. Und da gehen wir jetzt auch hin. Gut, endlich geht's weiter. Okay. Ich bin mal eher vorsichtig, weil ich nicht genau weiß, was uns erwartet. Au! Ja, klar. Okay. Komm. Jetzt an. Gut. Um...
ist jetzt? Hier ist viel. Das war jetzt eigentlich gar nichts. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil ich eigentlich gedacht hätte, da wäre noch was. Aber anscheinend ist hier echt nichts. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter. Hier sind Schätze angeblich. Aha. Ah ja. Da oben ist ein Schlüssel. Ich hab ihn gesehen, lasst mich hoch. Da, seht ihr das? Scheiße, wie komme ich denn da hin? Okay, hier ist eine Blume. Wir müssen mal gucken, was wir mit dieser Blume dann anfangen können. Ich will nur gerade mal gucken, ob wir irgendwas Neues haben. Ne, sieht nicht so aus. Ja. Gut, da haben wir eine Blume. Ich gehe erstmal hoch und töte Gegner, falls da welche sind. So. Also hier ist quasi so ein Ding, was wir kaputt machen. Ja. Das muss ja irgendwas zu bedeuten haben. Wieso kommen wir hier nicht höher? Wie kommen wir da hin? Aha. Alles ein Mysterium. Okay. Wir nehmen erstmal die Blume mit. Ui, die hält aber nicht lange. Ah! Scheiße, das schaffe ich glaube ich nicht. Nee. Okay. Ja, jetzt ist das hier kaputt. Jetzt kann man eigentlich im Prinzip gleich darüber fliegen. Okay. Würde ich das schaffen? Nee, schaffe ich natürlich nicht. Ich will irgendwie da hoch. Das macht mich fitzig. Ah ja, so kann man sich da in einem Strudel bewegen. Okay. Irgendwie mal ausprobieren. Es muss doch eine Möglichkeit geben, da an den Schlüssel ranzukommen. Hätte ja sein können. Kann hier ja auch nicht springen oder irgendwas. Ich kann hier einen Wirbelsturm machen, ja. Es sei denn, ich könnte den Gegner hier hinlocken. Irgendwie. So. Und dann könnte ich nämlich versuchen, von hier unten nach oben an den Gegner vielleicht ranzukommen. Ja! Hat funktioniert. Okay, so weit, so gut. Jetzt müssen wir uns für die Zukunft merken, dass wir so auch quasi verfahren. Gut zu wissen. Also hier scheint es noch irgendwo nach oben zu gehen. Sehe ich auf der Karte.
merkwürdig. Sehr merkwürdig. Hier ist... Hier heißt es, geht irgendwo nach oben. Aber es geht im Moment nur nach rechts. Oder vielleicht kommt man auch von hier oben wieder runter. Man weiß es nicht. Oh, was ist denn hier los? Verzeihung. Bitte vielmals Verzeihung. Ich krieg mal so schnell einen trockenen Hals. Was ist das? Was zum La Cucaracha ist das? Ah, okay, gut zu wissen. Es ist giftig. Oder so. Ich wollte doch gar nicht runterfallen. Ich wollte doch erstmal hier in die Ecke gucken. Nee, da ist nichts. Wisst ihr, jetzt habe ich gesehen, da ist nichts. Und jetzt können wir auch runter. Da ist noch mehr von dem Zeug. Sind das Steine? Jetzt habe ich gedacht, ich könnte mal kurz da warten. Grünes Schlüssel. Uiuiui. Das ist scharf. Eins von seinen Schäfchen. Okay. Jetzt komme ich da allerdings nicht hoch. Warum auch immer. Das ist doch wieder so ein Mob. So ein Mobbing-Scheiß. Ausweg? So ein Beschiss. Ein Speicherstand. Die öffnen wir doch gleich mal. Bergarbeiterausrüstung. Klingt wichtig. Boah. Viele von den Viechern sind hier unten noch. Okay, gut zu wissen. Ja, und genau an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Feierabend. Ja, okay, also anscheinend geht die Höhle doch noch etwas weiter als gedacht. Nun gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bleibt dran, es bleibt spannend und es warten anscheinend noch eine Menge Rätsel auf uns. Naja, wir lassen uns überraschen. Also macht's gut, bis dahin. Servus.